Hallo liebe Amma-Freunde und willkommen zu einer neuen Skriptvorstellung. Heute schauen wir uns Defuse the Bomb an. Das ist ein Skript, um eine Bombe zu entschärfen. Und das wurde mir von Appleman92 in die Kommentare geschrieben und er hat geschrieben, genau dass du ein bestimmtes Thema dir mal anschaust und uns weiterbildest. Ich hätte zwei Sachen, die ich gerne wissen würde, wie es geht. Und zwar hat er mir zwei Links reingepostet. Kannst du dir mal die zwei Sachen anschauen und was dazu sagen, beziehungsweise eine Anleitung für Blöde machen. Mache ich doch gerne und wir starten gleich los. So, als erstes schauen wir uns mal den Missionsordner an sich selbst an. Den habt ihr heruntergeladen, entpackt den ganzen, den Ordner und eben in diesem ZIP-Ordner, beziehungsweise in dem WinRAR-Archiv befindet sich dann dieser Ordner, der heißt defusethebomb.stratis. Den Ordner müsst ihr in den Profilordner ziehen von Arma 3. Der befindet sich unter Dokumente und dann Arma 3 Other Profiles. Und da ist er dann. Missions ist da drin noch. Und da in diesen Missions-Ordner kommt er rein. Und den machen wir jetzt als erstes mal auf. Denn hier befinden sich ziemlich viele Dateien, die relevant sind und nicht so relevant sind. Denn das ist eine ganze Mission hier, das heißt, es ist nicht nur eine Beispielmission, wie das ganze Skript funktioniert, sondern es ist eine Mission, eine ganze Mission wirklich, die kann man spielen. Soll eigentlich eine, wie soll man sagen, zeigen, wie das Skript trotzdem aufgebaut ist, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt die Dateien einfach nimmt, reinkopiert und dann ist das Skript drin, sondern man hat jetzt hier eine ganze Mission. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, wir gehen alles durch und schauen an, welche Dateien wichtig für unsere Mission sind. Fangen wir als erstes an mit dem Defuse-Ordner. Im Defuse-Ordner finden sich Functions, das ist hier Bomb-Timer, bla bla bla. Können wir eine Datei aufmachen. In der Timer ist eben der Timer, wie die Bombe abläuft. Könnte man zum Beispiel dann auch einstellen, wie eben der Timer ist, bis die Bombe explodiert. Hier sieht man eben, hier ist es irgendwie, ich habe mich jetzt selber noch nicht ganz damit befasst, wie das funktioniert. Aber in der Zeile hier würde es funktionieren. Müsst ihr mal ein bisschen rumspielen, wie es am besten funktioniert. Und ja, ansonsten ist hier eigentlich alles unwichtig, kann man sagen. Wir gucken uns jetzt mal hier den nächsten an. Die zwei Dateien würde ich am besten mit reinmachen, da würde ich nicht mehr wirklich viel dran verändern. Das passt so. Und wir gucken gleich weiter in den Sounds-Ordner. Den Sounds-Ordner auf jeden Fall mitkopieren, alle Dateien. Und dann diese Common HPP-Datei auch mitkopieren, die ist wichtig. Diffuse Action, die müsst ihr auch mitkopieren. Ist klar. Dann Explosive PAA. Da können wir mal gucken, was das für eine Datei ist, mit dem guten Text U2. Ja, Windows halt die Klappe. Moment, Hilfe. So. Explosive P. Ach, das geht nicht, weil es ein ZIP ist. Ach, na geil. Jetzt dürfen wir es erstmal kopieren. Wo gehe ich denn mal rein? Wir hauen das Ganze mal auf den Desktop ganz kurz. Na komm. Ziehen das Ganze mal rein. Schauen uns das mal an. Das ist die, genau. Okay. Ja, die brauchen wir. Das ist wichtig. Können wir zumachen. Den auch zu. Die können wir löschen. So, zurück im Missionsordner. Die Datei auch mit kopieren. Explosive Pet HPP. Das ist dieses
dieses Bild, was wir gesehen haben, damit man auch was andrücken kann, die auch mit kopieren. Search Action, die auch mit kopieren. Ist wichtig. Und wir gehen zurück. Jetzt ist der Ordner so komisch groß, das will ich nicht. Komm, mach kleiner. Wenn er jetzt so. Dann Functions, die, jetzt bin ich mir hier nicht hundertprozentig sicher, weil hier viel von Light steht, in der Mission hat was mit Gewitter zu tun. Habe ich noch nicht ausprobiert, wenn man die Datei jetzt rausnehmen würde, ob die Datei für das Gewitter in dem Szenario da sein soll, weil wenn das der Fall ist, ist die total unwichtig, die Datei. Müssen wir mal ausprobieren. Images würde ich, brauchen wir nicht. Das ist diese Instruction PAA, das ist eine in der Mission so ein Whiteboard. Da steht irgendwas drauf, das ist aber komplett unwichtig. Wir kommen zur Description EXT. Hier kann man ein bisschen was rausnehmen, zum Beispiel diesen ganzen Block hier. Da würde nur hier der Autor der Mission, das ist der gute Herr, der das Skript geschrieben hat, erwähnt. Der Name der Mission, die Beschreibung. Overview-Text ist auch so eine Beschreibung und ein Bild, was eingeblendet wird. Ist auch nur, ist eigentlich komplett unwichtig. Das kann raus. Einfach rauslöschen, zack. Ich lasse es jetzt einfach mal drin. Respawn 0 kann auch raus. Der Class-Header hier, das ganze Ding bis hier runter, auch weg. Das sagt nur, dass das eine Koop-Mission ist von minimalen Spielern 1 und 4. Dann die beiden Include-Befehle drin lassen. Das sind die Scripts, die damit eingebunden werden. Sounds auch drin lassen. Die ganze Sache, Functions auch drin lassen. CFG Debriefing, das kann eigentlich weg. Das ist nur für die Mission da. Das sagt zum Beispiel, wenn du jetzt die Bombe entschärft hast, ist die Mission abgeschlossen. Könnt ihr mit drin lassen. Ist eigentlich ganz sinnvoll immer. Und hier zum Beispiel Class Loser heißt, wenn ihr die Bombe falsch entschärft, dass das dann die Mission gescheitert ist. Die zwei Sachen könnt ihr drin lassen, aber es muss nicht unbedingt sein. So viel zu Description XT, wir speichern die nicht. Jetzt kommen wir zu Init SQF. Die ist wichtig. Vor allem der obere Teil hier. Hier habt ihr eben zum Beispiel die Kabel, die ihr dann anklicken müsst. Das auf jeden Fall drin lassen. Hier, wenn ihr jetzt, also in der Beispielmission habt ihr am Anfang gesehen, waren ja 4 Laptops da gestanden und einer hat nur was ausgespuckt. Und wenn ihr jetzt sagt, ich will nur einen Laptop da haben, dann löscht ihr einfach die hier raus. Die Klammer muss da bleiben, wichtig. Also das heißt dann so, mit dem Komma weg, zack. Und dann wäre das nur noch ein Laptop. Wenn ihr sagt, ihr wollt nur 2, dann löscht ihr eben 3 und 4 raus. Ist verständlich, denke ich. Ihr müsst natürlich dann im Spiel den Laptop so benennen, aber da kommen wir gleich dazu. Also wir lassen das jetzt einfach mal so. Ansonsten Mission Task. Den könnt ihr theoretisch rausnehmen. Das ist für die Mission. Heißt eben hier, finde den Code und entschärfe die Bombe, bevor sie explodiert. Und Moment, jetzt bin ich zu weit unten. Das ist eigentlich, was soll man sagen, das ist ein Task, eine Aufgabe, die einem dann zugeteilt wird. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Also kann man rausnehmen. Ich mache die zum Beispiel persönlich dann immer später dann, wenn es dann darauf, wenn ich dann die Mission mache, dann, dass ich die mache, die Tasks mache ich dann extra immer für die Mission. So, Briefing ist auch unwichtig eigentlich, hier steht nur nochmal drin, das ist dann, wenn man M drückt, hat man so ein Briefing, wo dann nochmal die Situation beschrieben wird, wo es dann heißt eben, man soll in den Hangar reingehen und die Bombe entschärfen eben. Braucht man jetzt auch nicht unbedingt, ich mache das genau wie bei den Aufgaben immer, das Briefing mache ich danach auch immer selber. Dann, die würde ich drin lassen, das sind so, diese Help Arrows, damit habe ich auch noch nie gearbeitet eigentlich. Ich weiß nicht, wofür man das braucht, einfach mal drin lassen. Hangar Lights würde ich mal drin lassen, also für die Mission jetzt eben.
Jetzt bin ich mir, weil es eben Hangar Lights sind, weiß wahrscheinlich nur wegen in der Mission hier. Heißt, wenn ihr jetzt eine neue Mission selbst baut, ist es relativ unwichtig, es sei denn, ihr habt selbst einen Hangar, so einen Zelthangar wie in der am Anfang. Dann würde ich das drin lassen. Ansonsten gehen wir weiter. Mission Intro könnt ihr komplett rauslöschen. Das ist nur am Anfang so ein kleiner Text, der da eingeblendet wird. Hier wird dann nochmal eben gesagt, dass man eben in den Hangar reingehen soll und den Code finden soll und dann die Bombe entschärfen soll. Lightning Effects würde ich drin lassen. Das kann auch raus. Das ist dann nur, dass das die Mission stoppt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, dass die Mission stoppt, wenn dieses Intro noch lädt. Damit dann nicht schon die Mission anfängt und ihr dann über den Haufen geballert werdet, wenn dann noch irgendein Text eingeblendet wird. Also das gehört zusammen hier. Und ansonsten Lightning Effects, wie gesagt, würde ich drin lassen. Den hier auch drin lassen am besten. Und den auch. Gut. Dann Fail. Moment, was ist denn das? Ach, das gehört noch zu diesem End. Also okay, dann heißt das, das könnte theoretisch auch raus. Das könnte eigentlich auch raus. Dann ist das, ja, denke ich jetzt zumindest, Success. Das hat, glaube ich, auch mit dem, was wir in der Init-SQF gesagt haben, Task Diffuse, erfolgreich. Ja, das ist, hat nur was mit der End-Mission zu tun. Heißt, dieser Bildschirm, der dann am Ende angeblendet wird, könnte theoretisch auch raus. Nicht speichern. Mission SQM, die ist klar, die müsst ihr eigentlich nicht mitkopieren, es sei denn, ihr wollt die Mission allgemein spielen. Ja, das ist ja immer die Datei für die Mission, das heißt, wenn ihr jetzt eine Mission baut und ihr setzt irgendwas hin oder speichert die überhaupt, das wird immer alles hier in der Mission SQF abgespeichert, ich kann es ja mal zeigen. Das ist ja eine mega, mega lange Liste. Da wird echt alles abgespeichert, jeder Block bzw. jedes Fahrzeug und alles. Und ja, Overview PAA ist einfach nur ein Bild, das braucht ihr auch nicht mit kopieren. So, wir gehen das Ganze jetzt nochmal durch. Ihr kopiert den Diffuse-Ordner, den Functions-Ordner, den Images braucht ihr nicht, die Description, die Init und das war's. Das heißt, diese Dateien, die sind relevant. Und jetzt gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal bei der Beispielmission an, wie er dann in-game alles einstellt. Und damit willkommen im Eden-Editor. Wir gucken uns jetzt an, wie wir das jetzt alles hier so machen, dass es auch eine Bombe ist und dass ein Laptop ist. So, der gute Herr von der Mission hat jetzt hier ein paar Gegner aufgestellt. Das ist jetzt eigentlich unrelevant, wie ihr das eben haben wollt. Es hat jetzt keine Auswirkungen auf die, auf das Skript. Was aber Auswirkungen hat, sind diese Laptops. Ich denke mal, man kann wirklich jedes Objekt benutzen. Ihr könntet jetzt auch den Stuhl benutzen und den Laptop nennen. Aber das sieht immer cool aus, wenn da jetzt ein Laptop ist. So, dieser Laptop ist da, um den Code auszuspucken, der dann, den ihr benötigt, um die Bombe zu entschärfen. So, ihr nennt jetzt, haben wir ja vorhin besprochen, dass ihr nur einen Laptop machen könntet und das müsst ihr dann eben ändern. Wir haben jetzt hier vier. Der heißt Laptop 1, Laptop 2, Laptop 3 und Laptop 4, das ist klar. Und er sucht sich immer zufällig einen raus, das Skript. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Da muss man immer ein bisschen suchen. Und wer sich jetzt fragt, Disable Simulation ist einfach nur, dass das Ganze keine Simulation hat. Das heißt, es wird als einfach als leeres Objekt dargestellt. Das hat jetzt nichts mit dem Skript zu tun, einfach damit man Performance spart. So. Das wäre geklärt. Ansonsten hätten wir noch eben die Bombe an sich. Die brauchen wir. Oh, Moment, das ist so ein kleiner Bug vom Eden-Editor. Keine Ahnung. So, ihr klickt die Bombe an. Und jetzt haben wir das hier. Das Enable Simulation ist wieder das von vorhin. Aber hier geht's los. Add Action, das wäre dann Diffuse the Bomb. Das ist so ein, wenn ihr mit dem Mausrad-Menü scrollt, steht dann dort Diffuse the Bomb. Und dann öffnet sich das ganze Menü, das gucken wir uns gleich nochmal an und dann ja, das ist, ich, keine Ahnung, was das andere jetzt sein soll noch, Target Distance, pff, keine Ahnung, auf jeden Fall die
haue ich euch nochmal in die Beschreibung. Mal gucken, ob ich es irgendwo paste oder... Mal schauen. Auf jeden Fall, das müsst ihr dann einfach in die Bombe reinhauen. Das kann auch jedes Objekt sein. Was ist denn das jetzt hier? Case Bomb. Ne, Moment. Ach ja, das müsste auch Case Bomb genannt werden. Wichtig. Nicht vergessen. Was ist denn das? Satellitentelefon. Okay. Gut, könnte man jetzt auch so ein Ding hier nehmen eben. Oder so ein Koffer, was man eben will. Es könnte auch nochmal ein Laptop sein. Müsst ihr euch aussuchen. Aber es passt, glaube ich, ganz gut. Das kommt dann alles da rein. Und dann ist noch wichtig, ein Trigger hätten wir hier noch. Das ist hier. Dieser, den zeige ich euch, der ist so groß. Ungefähr. Ich weiß nicht, wie groß das unbedingt sein muss. Aber ich, der war jetzt in der Beispielmission so groß. Macht den auf jeden Fall um, dieses ganze Ding rum. Und ja, dann müsst ihr schauen, was ihr einstellt. Also ihr seid jetzt, eure Seite, die ihr spielt, ist Bluefo. Dann müsst ihr hier Bluefo, Bluefo eintragen. Wenn ihr jetzt Opfer spielt, müsst ihr Opfer eintragen. Hallo, was ist denn heute los? Eben von Opfer entdeckt müsst ihr da eintragen. Das ist wichtig. Ansonsten hier bei Typ keine. Und jetzt braucht ihr hier diesen. Hier wird ein Skript ausgeführt. Case Bomb 90 Spawn COB FNC unterstrich Bomb Timer. So. was auch immer das jetzt ist, das wird der Timer sein. Weil man eben in dem Bereich läuft. Yeah. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Okay. Okay, vergisst, was ich gesagt habe. Ihr macht den so groß. Also ihr macht den jetzt nicht über die ganze Map. Sondern ab dann, wenn ihr zum Beispiel, ihr habt jetzt diesen ein Haus oder so, jetzt mal angenommen, das Hafengebiet hier. Wenn ihr dann hier reinläuft, dass dann in dem Radius eben von dem Trigger hier, soll dann eben der Timer starten. Wenn ihr das bis dahin nicht erledigt habt, beziehungsweise entschärft habt, ja, geht das ganze Ding hoch. Und das können wir uns ja dann auch nochmal kurz angucken, wenn das so passiert. Das sind, glaube ich, 90 Sekunden. Also über eine Minute. Habt ihr da eben Zeit. Und ja, das wäre es eigentlich. Also ihr braucht eben nur die Laptops, die Bombe an sich und den Trigger. Und wir gucken uns das Ganze jetzt an. Ich habe jetzt die Gegner hier mal denen keine Munition gegeben, weil die mich sonst wegballern, weil die Arma-KI eine Aimbot-KI ist. So, das ist jetzt dieser Text, den ich am Anfang gemeint habe, den wir rausgenommen haben. Und das ist ja doof, wenn das immer am Anfang von eurer Mission kommt. Es sei denn, ihr wollt es so haben. So, in der Mission angekommen. Gucken wir jetzt, wie das Ganze funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Wir rennen da mal schnell hin. Die ignorieren wir mal schnell. Den auch. Gehen hier hin, machen die Zeit wieder runter, sonst explodiert die Bombe. Das gucken wir uns auch gleich an. Jetzt gehen wir hier rein und schauen, welcher Laptop uns jetzt das Ganze... Ach, halt die Schnauze, Alter. Welcher Laptop uns das jetzt hier gibt. Und die sind schon mal nett. Der ist es, guck. Hier steht The Code. Jetzt können wir nochmal hier gucken. Hier ist auch nichts. Wir nehmen den. Klicken das Ganze jetzt an. Zack. Wir haben den Code. Der Code loadet 233165. Und wir haben ein blaues Kabel zu durchschneiden. So, jetzt gehen wir hier ran. Defuse the bomb. Jetzt haben wir unser schönes Bild hier. Jetzt könnten wir hier unseren Code eintragen. Jetzt habe ich aber... Moment, Hilfe, hier. Wir klicken lieber das blaue Kabel und das funktioniert genauso. Und defuse the bomb. Wir könnten jetzt auch den Dings eintragen. Den Code würde auch funktionieren. Aber so geht's auch. Und jetzt ist die Mission, die Mission. Ich wollte jetzt Mission oder Mission gleichzeitig sagen, da kommt Mission raus. Ja, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal gleich an, wie das aussieht, wenn wir es hochgehen lassen. So, rennen wir nochmal schnell hin. Wir bleiben jetzt auch gerade, es sind nämlich 90 Sekunden, das heißt, wir setzen die Zeit höher. Sonst, ja, du gehst... Du willst, ach, ist mir egal. So, wir finden jetzt zum Beispiel die Bombe ewig nicht. Oder versuchen die gerade ewig zu diffusen. Code, keine Ahnung, funktioniert nicht.
und jetzt ist sie hochgegangen zum Beispiel. Sie würde eben auch nach nach diesen 90 Sekunden hochgehen. Oder wenn man eben den Code komplett falsch eingibt, dann geht die auch hoch. Und ja, das wär's. Man könnte jetzt sagen, die Laptops könnte man zum Beispiel in verschiedene Räume platzieren und dann die Zeit höher drehen, damit man ein bisschen länger hat zum Suchen. Oder man könnte, nachdem man den Code hat, nur in den Raum, wo die Bombe zum Beispiel steht, könnte man Trigger reinsetzen, dass nur dann der Timer aktiviert wird oder so. Sowas könnte man sich einfallen lassen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man mit diesem Skript machen kann. Und ich muss sagen, das Skript hat mich auch ziemlich beeindruckt. Ich habe es jetzt noch nicht weiter gekannt davor. Und ich werde es auf jeden Fall für Missionen benutzen. Ich habe da sogar eine Mission im Kopf, so ein bisschen. Mal gucken, was man daraus machen kann. Da sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mich ja mit einem Daumen nach oben unterstützen. Schreibt mir auf jeden Fall Vorschläge in die Kommentare, was ich noch machen kann. Bei Fragen auch unten rein. Auf jeden Fall immer fragen, wenn man was nicht versteht oder so. Und dann antworte ich gerne. Das wär's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald.